Hallo Freunde, herzlich willkommen. Ja, da hat der Guybrush wohl gerade, keine Ahnung, was in seinen Haaren gefunden. Ich will es gar nicht wissen. So, wir spielen wieder Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Und ja, wir sind hier auf Fat Island angelangt. Ich weiß allerdings gerade noch nicht so genau, was wir hier machen sollen. This looks like a lighthouse on a beach. This is a library. Oh. Ja, ist ja gut. Ich sag ja schon nichts. There's a model lighthouse lens inside. Please be quiet. Oh ja. Ich bin doch schon. Ich hab gesagt. War doch eh keiner da, den es hätte stören können. So, wir gehen mal in die Gasse. Ich weiß, ich erinnere mich noch an die Gasse. Hier gab es dann irgendwie so eine lustige Sache mit dem. Nice. I'll knock. Hier brauchte man irgendwie so einen coolen Code, den ich leider nicht mehr. Ich muss es einfach machen. Die Referenz zu Indiana Jones. I'm selling these fine leather jackets. Sorry to bother you. You again? Have you ever heard the legend of the mighty Guybrush? Well, don't you want to hear it again? What is it this time? Who are you and what are you doing back there? I'm Bruno, and that's none of your business. Get lost. Na, so leicht geben wir jetzt nicht auf. You are starting to annoy me. Ja, das ist mein Ziel. Open up, this is a raid. Get lost. Ach, okay. Ich glaube, wir brauchen es nicht weiter versuchen. Schade, wir kommen da noch nicht rein. Wo... Wo geht's hier wieder raus? Wie komme ich... Hallo, liebe Entwickler. Ihr habt hier, glaube ich, irgendwas... Ah, hier geht's zum Dock. Okay. Ich wollte gerade sagen, wo komme ich denn hier wieder raus? Okay, also in der Gasse kommen wir noch nicht weiter. Aber wir können ja mal gucken, ob wir auf der Insel ein bisschen rumlaufen können noch. Hier wird es doch mit Sicherheit noch irgendwas anderes geben. Also hier ist das Haus vom Gouverneur, da ist Dreads Schiff, da ist ein Häuschen, da ist ein Wasserfall. Ich gehe mal zum Wasserfall, mal gucken, was es da Schönes gibt. Ich erinnere mich halt, also ab hier schwinden tatsächlich so langsam meine Erinnerungen. Very picturesque. Ja, hat er recht. Schönes Bild, aber so, da oben geht's weiter. Ist schade, manchmal wünsche ich mir, dass ich irgendwie den Mauszeiger ausblenden kann. Was haben wir denn hier, eine Pumpe? What's this doing in a pirate game? Tja, das ist eine gute Frage, Guybrush. Aber anscheinend... What's this doing in a pirate game? Anscheinend können wir damit nichts anfangen. Das heißt, hier kommen wir nicht wirklich weiter. Aber vielleicht können wir irgendwie von dem Wasserfall das Wasser abstellen. Also vermute ich, weil sonst wäre da ja wahrscheinlich keine Pumpe oder sowas. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir das Haus. Das ist, glaube ich, das Haus vom Gouverneur. Hier kommt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Da komme ich nicht ran. Da müssen wir irgendwie. Ja, wahrscheinlich irgendwie rüberkommen. Aber wo weiß ich jetzt auch noch nicht. Nice. So, ich hoffe, der lässt uns nicht gleich wieder festnehmen. Doch, hier die Musik wieder sehr, 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 sehr schön. Ich höre mir die sehr gerne an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte die gerne als... Ist das Grim Fandango? Ich glaube, ja, das Grim Fandango ist auch wieder sehr cool. Auch ein LucasArts-Game. Ah, das haben sie nachträglich als Easter Egg eingebaut. Finde ich sehr cool. Hey, aren't you supposed to be in jail? You must be confusing me with my cousin, Guybrush. Oh, I see. Your semblance is uncanny. I think there's a fire in the kitchen. Really? I'd better check it out. Ja, geh mal lieber.
bin der beste Pirat überhaupt. So, jetzt können wir nämlich... Nice. Achso, ich wollte eigentlich nur da hochgehen. The world is my chocolate Easter egg. I think I almost woke him up. The cover says, famous pirate quotations. Ich will das haben. I'm thinking the brain resembles a Swiss cheese. There's food or something stuck in the drain. There are crumbs and condiments all over it. Ugh. Ugh. Na okay, das war die Reaktion schon darauf. Das heißt, wir... I don't think this has been washed in about 10 years. Ah, der ist so eklig, der Typ. Wir müssen irgendwas machen, dass wir an dieses Buch daran kommen. Aber momentan können wir hier gar nichts machen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, erstmal weiter gucken. Gehen erstmal wieder nach draußen. Die Wache ist, die bleibt jetzt hoffentlich weg. Können wir hier irgendwo rum? Ne, hier können wir leider auch nicht rumgehen. Was sagt denn eigentlich unser Inventar? So, Papageienfutter. Kate Capsize. Capsize Charters. Glass bottom boat for sightseeing or special interest voyages. Okay. So, das heißt, hier kommen wir wieder nicht weiter. Dann gehen wir erstmal zurück zum Dock und dann gucke ich, ob ich da noch irgendwas machen kann. Aber ich bin momentan echt verwirrt. Ich weiß momentan nicht mehr, wo, was, wie, war. Außerdem, der sieht doch nicht aus wie wir. Guck mal, der hat eine Mustache. Der sieht doch nicht aus wie wir. If I could read, I'd spend all my free time at the Fat City Library. Reginald Blackbeard. Was? Wanted, Guybrush Threepwood. Hey, that's me. For the murder of G.P. LeChuck. Also for the use of witchcraft on the person of Largo LeGrand. Yes? The thievery of clothing and medically prescribed hair supplements for such witchcraft, grave robbing, trespassing, larceny without a permit, illegal gambling on a sporting event, exceeding allowable FDA limit for rodent parts in Vichyssoise, using a historical miniature, unauthorized exiting from a penal institution, and releasing a dangerous reptile in a populated area. Also wanted for questioning regarding the disappearance of prescription eyewear. Reward offered for information leading to the suspect's apprehension. Threepwood is to be considered armed and dangerous. Armed and dangerous. Right on. So, können wir das mitnehmen? It's stuck to the wall. Oh nein. Können wir das mitnehmen? No thanks. I've got enough trouble in this town. Als würde das noch was ausmachen. Können wir hier noch irgendwo... Nee, hier ist nichts mehr. Okay, wo, also in der Library... Ich weiß gar nicht, was... Ich gehe erstmal zu Dreads Schiff, weil ich bin gerade ein bisschen überfragt. So, wir gehen nochmal nach Booty Island. Jetzt, Gott sei Dank, müssen wir uns das nicht mehr antun. Gee, I wonder if it's loaded. Hey, don't touch that. We only set that off when the mailboat comes in. Ach, ist ja okay, ist ja okay, ist ja okay. So, wir reden nochmal mit Kate. Vielleicht. See the world. I'm interested in chartering a ship. Great. Not many people want to charter a glass-bottom boat around here. Pretty soon I'm off to Fat Island to try my luck there. But let's talk turkey first. My fee is 6,000 pieces of eight. Do you give credit? Don't you think 6,000 pieces of eight is a bit high? No, I don't. I don't have that much. I guess you'd better find some more then, huh? 3-hour tours. Last day before I leave for Fat Island. Ach, okay, da haben... Nee, Moment, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte da drüben in den Laden. So. I'm not sure exactly what this is.
Na, Gott sei Dank. That collectible plate is worth a mint. Wow, I knew those would be valuable one day. I'd like to buy this rock and roll collector's plate. Excellent choice. That'll be 199 pieces of eight. Nee. On second thought, I'd better save my money. Your loss. So, was ist... Moment, wir haben... zum einen können wir, glaube ich, irgendwo jetzt was damit anfangen. Aber wir haben doch hier auch... Oh Gott, was haben wir denn hier noch alles? Captain Dreads Karte? Nee, ich hatte doch hier... Mal gucken, was passiert, wenn wir den Papageien das... Was? Wie ist leer? That is a gift from a man I saved a few years ago. Don't have much use for a wheel, but he said one good turn deserves another. Oh. Das war im Deutschen allerdings gut. I'd like to buy this sign. Sorry, that sign's not for sale. Was? Ach komm. I guess I could sell it. That'll be 5 pieces of 8. Ja, das nehmen wir mit. Okay, I'll take it. Das können wir bestimmt nochmal gebrauchen. Hey, wie viel Geld haben wir denn eigentlich noch? 371 Goldstücke. Wir brauchen... That's a real ship's horn, just like the ones used on modern ships. Das will ich auch haben. Great! That'll be 40 pieces of 8. Ich hab da einen Plan. Okay, I'll take it. Let me get you one from Overstock. Here you go. Thank you. Ship horn. Okay, der sagt immer nur das, was man zuletzt... Moment, der sagt das, was man zuletzt angeklickt hat. Ich erinnere mich, ich glaube, das wird irgendwann nochmal sehr praktisch. Aber jetzt habe ich das Problem, dass ich wieder mal nicht weiter weiß. Eine Orgel? Eine Banane? Ich weiß, was ich mit der Banane machen musste. So, wir gehen mal zu Dreads Schiff und dann will ich nochmal zurück nach Scab Island. So, wir werden natürlich so schnell jetzt wieder mal nicht ankommen. Wie immer. Ich meine, so ein Rasterman, der hat schon Zeit. Yeah, man. Ach ja. Irgendwann kommen wir noch an. Ich hoffe es bald. Ich glaube, der hat zu viel Gras geraucht. Und ich sollte aufhören zu singen. Ich glaube, das ist abstrakte Kunst. Aber so ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Und ich habe die Vermutung, wenn wir von Fat Island dann irgendwann mal nach Scab Island zurückfahren, wird uns was Ähnliches blühen. So, aber wir sind jetzt erstmal da. Ach, Gott sei Dank. Den Ladebildschirm finde ich übrigens immer sehr cool. Ich weiß nur nicht, warum der immer auftaucht eigentlich. So. Entschuldigung, ich wollte hier gar nicht rein. Ich wollte hierhin erstmal. Ich erinnere mich nämlich dunkel an die Sache mit der Banane. Aber ich weiß nicht mehr, was es brachte. Es ist halt immer so, ich erinnere mich an so ein paar Aktionen, die ich gemacht habe. Aber ich weiß nicht warum. Wir haben ihn. Ach, genau, der Monkey Wrench. Ich erinnere mich. Go ahead and take my entertainment. Thanks for nothing, buddy. Ich erinnere mich, wir haben jetzt Jojo als... Kennt die Banane? Nee, schade. Wir haben jetzt Jojo als, Monkey Wrench, also als... Ich glaube, das gibt's im Englischen sogar. Es heißt, glaube ich, sogar wirklich Monkey Wrench. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, haben wir den jetzt... Können wir den jetzt... I'll never be able to afford a new one. Können wir... So, und den können wir doch... Können wir dem doch die... Ah, that'll work. Thanks. Hi, Wally. Oh, hello, Mr. Brush.
Hey, I did it! Largo LeGrand left scab. That's great. I guess I can stop with the bricks through his window now. Ich gehe mal kurz raus. Vielleicht haben wir ja Glück und... also Monkey Wrench ist halt ein Schraubenschlüssel. Ja, aber geil finde ich halt... Also, ja, egal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Yeah. Largo LeGrand will never bother you again. Yeah. I heard Marty stuck a bunch of pins in his underwear or something. Drove him right out of town. No, it was me. You? What were you doing with Largo's underwear? never mind. I'd like to look around a bit. Sure thing. Ach, okay. Also, können wir noch irgendwas bei dem Zimmermann hier anfangen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir können nochmal mit dem... Genau, wir können jetzt nochmal... das Schlimme ist, man kriegt immer mehr Gegenstände. Das macht es nicht wirklich übersichtlicher. Aber... So, von dem dürften wir jetzt eigentlich einen Grog bekommen. Largo LeGrand has left Scab Island for good. Well, well. I guess all those laxatives I was slipping into his drinks finally got to him. What? Don't worry, I don't put them in all the drinks. Grog, please. I'll need to see some ID for that. Will you accept a temporary library card? Let me see it. Consultant? You look more like a foreign inspector to me. Consultant ist halt auch so geil. Can I get you that drink now? Yeah, I could really use it. Name your poison. What do you got? Well, we have some specialty drinks here at the Bloody Lip, like Yellowbeard's Baby, Bloody Stump, and Blue Whale. Oh, was nehmen wir denn? Dotterbart's Liebling. Well, you can try, but I don't think nature's on your side. Just give me the drink, please. Hey, I have to crack jokes. It's a union thing. That'll be one piece of eight. Okay. Here you go. And here's a complimentary crazy straw. We give them to all new customers of the Bloody Lip. Ich überlege... Bartender, give me a drink. Name your poison. So... Give me a Bloody Stump. I can't. Chainsaw's out of gas. Hilarious. Yeah, I cracked myself up. That'll be one piece of eight. Okay. Here you go. So. Bartender, give me a drink. Name your poison. Mix me up a blue whale. Sorry, blender's not big enough. But seriously, that'll be one piece of eight. Okay. Yo. There she blows. So. Nice place you have here. Well, see ya. Weil jetzt, ich erinnere mich dran, wir konnten irgendwie gelb mit grün benutzen und dann haben wir, gelb mit blau benutzen, dann haben wir grün bekommen. So. Aber, ach Gott, ich muss jetzt echt überlegen, ich kombiniere gerade im Kopf, was da denn so, was man denn so da machen konnte. So, wir gehen nochmal zu Marty. Oder Marty. Ist der Marty? Marty? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Matt Marty. I made Largo leave this island. You made cards out of sand. Do I care? Oops. I thought I wanted to talk to you, but I don't. So, aber wir haben ja hier eine Säge und mit der konnte ich, glaube ich, das Holzbein absägen. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich mach's einfach. I think I'd better make myself scarce instead. My leg! Help! Someone get a doctor! Warum ein Arzt? Was will der denn mit dem... Was will der denn mit einem Arzt bei dem Bein? Ist der jetzt eigentlich auch wieder da? Ich habe keine Ahnung. Nee, der ist noch weg, okay. Ja, dann brauchen wir, glaube ich, hier gar nicht gucken. So, aber ich glaube, jetzt haben wir irgendwie den... Ich glaube, jetzt hatten wir den Zimmermann irgendwie vertrieben.
Aber, liebe Freunde, ob das wirklich so ist, das sehen wir erst, oder seht ihr erst, in der nächsten Folge. Na, ich ja auch. Aber ich seh's gleich. Und ihr leider noch nicht. So, das sehen wir in der nächsten Folge von Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.